Hallo Leute, willkommen zurück zu I Wanna Be The Guy und ja, wir haben letztes Mal den Sprung des Todes hier geschafft und jetzt sind wir in diesem Raum, in dem nichts los ist, aber man sieht schon, da sind unsichtbare Sachen. Ich kann auch dagegen schießen, das sieht man, dass da keine Kugeln durchgehen. Also gehen wir mal hier hoch. Ja, im Prinzip geht's hier runter. Im Prinzip der Raum ist nur, man weiß, wo es lang geht und man weiß es nicht. Man kann da relativ auf lustige Art und Weise sterben. Also ich denke mal, das wird 3 bis 4 Minuten dauern. Und ja. Dann sind wir schon in der Nähe. Achte diesmal wieder auf die Uhr, weil ich vergesse sowas immer. Ja, im Prinzip, ich schätze mal, so einen Punkt werden wir damit auch noch fertig sein. Von dem wohin muss man da? Ach, dahin. Ja. Ups. So, jetzt hier hinten runter war es, oder? Ja. Und irgendwo fehlt jetzt gleich einer. Oder ein Stachelkammer oder irgendwie sowas. Ah, es fehlt einer. Der nächste, glaube ich. Der nächste oder der übernächste. Da fehlt er. Ja, so ein bisschen Erinnerung habe ich auch noch daran. Ah, Gott. Das war jetzt gerade ein stylischer Sprung in den Tod. Hilfe. Auch nicht weit genug. Ja, im Prinzip hättest du den Tod vermeiden können vorhin, indem du einfach immer wieder gesprungen wärst. Ja, irgendwie kam es mir so vor, als wäre ich da gegen eine Decke oder so gefallen. Wow. Ja, das sind E-Blöcke, aber mit... Bin ich tot? Ich glaube, da kommst du nicht mehr raus, soweit ich weiß. Bin nicht ganz sicher. Ich glaube, da kommt man nicht mehr raus. Mich gerade auch wundern. Fun Fact zu dem Vieh da unten, wenn man lange genug bei Bowser wartet, es beziehungsweise davor, kommt es in Bowsers Raum rein. Im Prinzip, das Vieh kann in jedem Raum auftauchen. Ah, okay, Stacheln kommen da. Ah, ja. Cool. So ist mir das nie passiert. Bin immer in irgendeinem anderen, irgendwo hängen geblieben am Anfang. Guck, du hast eine neue Falle kennengelernt, oh shit. Ja, wenn ich das Spiel mal sorgfältig mit Noobskill durchspielen würde, dann würde ich so einiges Neues kennenlernen. Ich will da eigentlich gar nicht die ganze Zeit springen. Guck hier, da ist überall über mir was. Ja. Ja, das sind Blöcke. So, der war jetzt noch. Nächstes weg, oder? Der nächste, ja. Huhuhu. Jetzt kannst du einfach weiter. Vorsicht auf das Vieh. Ich bin auch mal reingelaufen in das Vieh. Ich spring so runter, da kommt das Vieh von unten und tötet mich. So, wir sind in der Metroid Area, das kann man inzwischen erkennen, das ist kein Spoiler mehr. Und komm, ich will nochmal speichern. Speicher. So viel Spoilern darf ich ja wohl, dass die Area relativ kurz ist. Und es wäre auch schön, wenn du zeigst, was man da so alles machen kann. Also als erstes gehen wir mal hier runter. Es kommen Stachel und... Wie heißen die Teile? Weiß ich nicht. Sie verstauben einen auf jeden Fall. Metroid habe ich nie gespielt. Und gehen wir mal runter und sie sind leider sehr schnell. Und... Ja, da gibt's nicht nur eines. Ja... Wie man sieht, das bringt nichts. Darum, muss man links rum. Es geht auch, wenn du auf die rechte Plattform gehst. Ich glaube, das ist wirklich leicht. Ach, da kam das Ding raus. Da ging es zu einem geheimen Item, oder? Echt? Das ist das Einzige, wenn es da eins gibt, das weiß ich nicht. Das Einzige, was ich dann nicht kenne. Warten wir mal. Du kennst diesen Raum nicht? Nein. What the fuck? Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich in dem Spiel nicht kenne. Ich wollte dich gerade fragen, ist das leicht zu machen, sodass es sich lohnt für mich, in diesen optionalen Raum, den ich absolut nicht brauche, reinzugehen? Also, das kenne ich wirklich nicht. Das ist das Einzige, was ich in dem Spiel nicht kenne. Okay, jetzt kenne ich es ja. Ah, dann musst du es mal nachspielen. Ach, die Teile können man zerschießen. Okay, jetzt habe ich wieder einen neuen Reiz für das Spiel. Direkt nach der Aufnahme geht's los. Ich hab's nur da betäubt. Einmal gehe ich noch kurz rein. Ich denke mal nicht, dass ich ihn jetzt machen werde. Ich habe bisher ja gar keinen optionalen Teil gemacht. Aber
Wow, was war das? Lächerlich. Also die anderen habe ich schon alle mal gemacht. Aber der ist mir echt neu. Den habe ich auch noch nie in einem Let's Play oder sonst irgendwo gesehen. So. Okay, die kann ich so versteinern. Überhaupt, wenn ich die versteiner, kann ich dann gegen die gegenspringen? Weil sonst frage ich mich gerade, wie ich da komplett drüber komme. So viel weiß ich leider auch nicht mehr. Wo hast denn du das gesehen? Ich bin mir nicht sicher, ob es bei Meron mit drin war oder ob es bei so einem Null-Death-Run durch war. Auf jeden Fall. Ach komm. Ich könnte mal schauen, ob ich der Erste bin, der schafft Null-Death-Run mit All Secrets. So, wie man sieht, ich habe es hier relativ einfach gerade durchgeschafft, weil der Metroid nicht kam. Wow. Ja, und wir sind jetzt in einem schönen Raum. Wie man sieht, viele Sachen schießen auf einen. Meiner Meinung nach zählt das schon zum Boss dazu. Ja. Oh, ja. Schön brav draufstellen. Da unten hätten sie ruhig einen Savepunkt machen können. Nicht, dass das hier jetzt besonders lang ist, aber man spart sich doch einiges. Es ist halt einfach nervig, jedes Mal die Sprünge zu machen. Und ganz am Anfang, wie ich das zum ersten Mal gespielt habe, dann bin ich da unten öfters gestorben, als bis ich knapp beim Boss war. Weil einfach schon vor Langeweile. Ja, das hier muss ich mal gucken, wie ich das in dem Bosskampf, ob ich das jedes Mal wieder rausschneide nach einer Zeit. Weil ja, es ist auch mühsam, das immer rauszuschneiden. Ja, aber auf jeden Fall. Trotzdem ist es auch mühsam, sowas anzusehen. Ja, dieser Weg ist ja noch viel langweiliger als der Kampf. Ja. Wobei der Kampf kann ganz schön spannend sein, wenn man die richtige Strategie kann, beziehungsweise der Glück hat. Es gibt auch so einen kleinen Glitch, der, ich weiß nicht, ob man den bewusst ausführen kann oder ob das so, oder ob das sowas wie bei GF ist, dass man da ein bisschen Glück haben muss. Aber auf jeden Fall kann man da den Boss so glitchen, dass die Teile immer auf dieselbe Position schießen, egal wo man hinläuft. Im zweiten da Mal. Sieht man das Motherbrain. Motherbrain. Da muss ich jetzt noch durch diese zwei Türen durch und dann auf die Glasteil schießen und irgendwann ist das tot. Und man sieht, es kommen jede Menge Zeugs auf mich zu. Das ist meiner Meinung nach der taktische Kampf im ganzen Spiel. Bei Weitem. Man muss einfach immer nur aufpassen, man darf nichts übersehen, sonst ist man schon so gut wie tot. Auch der schwerste deiner Meinung nach? Also von Kampf selber her ist er nicht schwierig, man muss einfach nur aufpassen. Oh Gott, ich werde so versagen. Schön zu hören. Aber da unten hätten sie wenigstens auf Medium einen Speicherpunkt hin machen können. Weil das ist ja. Sowas lenkt nur ab, wenn man das nicht schafft. Weil dann denkt man sich, naja, ist eh so ein einfacher Sprung und dann verpasst man die zwei Frames, in denen man springen kann und schon ist man wieder tot. Ja. Oder vielleicht schon im Mother Brain Raum nach der ersten Schranke da unten drin. Das wäre jetzt auch nicht so der Riesenvorteil, aber. Man müsste immer noch durch drei Türen durch und den Hauptteil machen, aber es wäre auf jeden Fall angenehm. Naja, vielleicht für den geheimen Easy-Mode noch mehr Speicherpunkte. Soll ich einen machen? Jetzt bin ich ja hier schon so weit. Naja, ich könnte ja die Save-Files boarden. Könnte ich theoretisch machen, beziehungsweise wenn ich selber nicht hinbekomme, ich kenne Leute, die das machen können. Das würde zwar den Rage total vermindern, aber es wäre, glaube ich, für ein Let's Play gar nicht so schlecht. Weil es ja im Wesentlichen sowas wie hier Laufweg. Oh Gott. Verhindert. Ganz am Anfang dachte ich, man muss die Teile von Metroid abfetzen. Ich glaube, das denken die meisten, die es nicht wissen. Weil es ja auch eher naheliegend ist, irgendwie den zu bekämpfen. Weil er ja nicht Instant Death ist. Bei der Büro.
Ich meine, im Prinzip ist es ja ein Instant Death, aber da man halt nicht gleich stirbt, denkt man kann ihn dann von drinnen oder wo auch immer bekämpfen. Wenn man das nicht weiß. Das macht es dann auch ziemlich lustig, wenn man sich dann fragt, wie man da weiterkommen soll. Ja, vor allem im ersten Moment sieht man ja auch nicht, dass man hier unten hergeht, das ja nicht besonders nahe liegt. Ja. Oh Gott, springen! Es wäre lustig, wenn sie einfach einen unsichtbaren Block hingemacht hätten. Links um die ganze Zeit bis ganz nach links stacheln. Dann wäre es noch unwahrscheinlicher gewesen. Dann wären so sicher einige Leute da am Rage bitten gewesen. Nervige Stelle. Aber dazu kann man wenigstens mehr sagen, das ist schon ein Bossgebiet, da fällt einem mehr ein. Und wenn einem nichts mehr einfällt, man könnte was zu Metroid nachschlagen, Mother Brain, dass man was über die Geschichte davon erzählt, das wäre doch wenigstens ein bisschen was anderes. Shit, Sprung da drauf, nicht geschafft. Aber wenn man beim bloßen Stacheljumping failt, dann da kann man da nichts mehr dazu sagen. Naja, wobei dieser Weg gerade hier auch eher nur Stacheljumping ist. Ja, aber du failst ja meistens, oder ich hoffe, es sollte sein, dass du meistens beim Boss failst und nicht beim simplen Sprung davor. Also bislang fail ich vor allem beim simplen Sprung davor. Ja, ich möchte dich mal verteidigen und sagen, das liegt dann, dass es einfach so langweilig ist am Anfang. So sehr möchte ich dich verteidigen. Nein, wieso bin ich da nicht... ich hatte nicht... Wow. Ja, die roten Teile kann ich zerschießen, wie man sieht, aber ich kann nicht auf ihn stehen. Das wusste ich am Anfang auch nicht, dass ich die zerschießen kann. Das habe ich erst gewusst, als ich schon relativ gut im Spiel war. Da kann es mir eigentlich auch egal sein. Weil da hätte ich mit dem Ausweichen auch nicht mehr so die Probleme. Ja, du weißt schon mal so einiges nicht. Naja, jetzt weiß ich schon, aber ich wusste es auch schon vor dem Let's Play, aber ich habe es lange Zeit nicht gewusst. Naja, du wusstest halt auch hier den Raum nicht. Ja, das ist glaube ich so, dass wahrscheinlich ein paar dumme Fallen, in die ich nie reingelaufen bin. Aber sonst glaube ich, weiß ich so ziemlich dumme Fallen wirst du vermutlich auch alle nach diesem Let's Play kennen. Ja. Ach, nicht schon eben runtergefallen. Und wohl noch mehr als dumme Fallen, dumme Feder. Von hinten schießt er. Ja. Oder wie in dem Raum davor, die runterkommenden Stacheln. Spielst du jetzt eigentlich mit Schnellfeuer? Ja. Ich dachte schon, der hätte sich beim Spammen verbessert. Nee. Spam sieht so aus. Schnellfeuer sieht so aus. Also das Spammen ist dein Spam ist bei mir gemütlich drücken. Jo, ich konnte gerade dagegen springen, hast du gesehen? Ja. Ja, also das müsste man einfach nur die Fledermäuse in dem Raum in der Luft frieren. Da will ich jetzt nochmal rein. Zur Abwechslung. Blöd ist, dass man hier jedes Mal so eine Wartezeit hat. Naja, und wenn man dann vor allem keinen Doppelsprung machen kann. Yay. Ja, das ist so ein Problem. Aber ich glaube, wenn man das von oben her richtig timet, dann müsste das auch ohne Warten gehen. Auf jeden Fall, ja, wenn man von oben im richtigen Zeitpunkt kommt, müsste das, glaube ich, auch ohne den Warten gehen. Ich weiß nicht, was du mit von oben meinst. Ja, vom oberen Raum. Also vom Saven. Wenn man damit einen besseren Timing kommt, müsste das, glaube ich, auch ohne dem gehen. Naja, man muss doch trotzdem auf das Vieh warten, dass es rausgeht. Naja, ich glaube, dass es eigentlich weiter drinnen ist und dass es sich von daher immer sehr schnell ist, ausgehen kann. Du meinst, so dadurch? Ja, also wenn man richtig schnell ist. Ja. Dann sollte man darauf achten. Oh, cool, ich wusste gar nicht, dass da zwei Viecher gleichzeitig sein können. Jetzt wissen wir auch, wo die herkommen. Sprengen wir den Raum in die Luft. Das Vieh ist nicht ganz einfach. Manchmal hat er echt heute Probleme mit Springen. Wir nähern uns dann schon langsam in 15 Minuten. Ja, werde ich gleich auch mit Pause machen. Gott, ich will jetzt einmal noch diesen ersten. Das ist das Problem, wenn man ganz schnell ist, dann kommt das Vieh sofort. Das sind interessante Geräusche. Ja, das will ich auf jeden Fall noch ausprobieren heute. Du hast mir
gezeigt, was ich heute noch machen muss. Nämlich das Spiel auch wirklich 100,5% hat und nicht nur 100%. Ja, zu 100% er... Okay. So. Ja. Wow. Ich weiß nur nicht, ob sie jetzt gleich irgendwann wieder auferstehen. Ja, ich glaube schon, weil wer ich mich erinnern kann, geht das bei dem Stachel irgendwie auch irgendwann wieder weiter. Ha. Muss ich mir mal anschauen. Wenn ich weiß, wie das funktioniert und du es nicht randommäßig schaffst, dann werde ich dir dann mitteilen. Naja, den Raum mache ich glaube ich aber wirklich jetzt nicht. Sondern, ja, ich glaube, beende ich die Aufnahmen für einen Moment, dann haben wir... Und diesen Raum wird dann immer rausgeschnitten. Das kann man sich dann sparen. Mache ich das hier noch so als letzten Versuch. Wenn du jetzt mal dabei schaffst, das wäre es ja wirklich. Wow, das war knapp. Also die Schleife war meiner Meinung nach ja schon tot, aber die Schleife kann ja nicht sterben. Aber neuer Rekord, ich bin bis zur letzten Tür gekommen. Naja, Mother Brain gibt's dann beim nächsten Mal. Mother Brain. Also, bis zum nächsten Mal.